Fußball-Bundesliga. Prognose für den Spieltag vom 4.-6.12.2009. Autor Diesel Zamkensi. Endresultat: Endstand Deutschland 1. Bundesliga-Saison 2009/2010. Endresultat: Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar: erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt VfL Bochum 2:1 und für Werder Bremen 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, VfL Bochum gegen Werder Bremen, wäre zu tippen, VfL Bochum mit Tipp 2:1 und 0:1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Werder Bremen gegen VfL Bochum lauten, dann müsste der Tipp für Werder Bremen lauten, 1:0 oder 1:2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. VfL Bochum 0:1 oder Tipp 2. Werder Bremen 3:0 oder Tipp 1. Borussia Dortmund 1:0 oder Tipp 1. Eintracht Frankfurt 1:2 oder Tipp 2. SC Freiburg 1:3 oder Tipp 2. Hamburger SV 1:2 oder Tipp 2. Hannover 96 1:2 oder Tipp 2. Hertha BSC Berlin 0:2 oder Tipp 2. 1899 Hoffenheim 2:1 oder Tipp 1. 1. FC Köln 0:0 oder Tipp 0. Bayer Leverkusen 2:0 oder Tipp 1. FSV Mainz 05 1:1 oder Tipp 0. Borussia Mönchengladbach 1:1 oder Tipp 0. Bayern München 1:0 oder Tipp 1. 1. FC Nürnberg 1:2 oder Tipp 2. Schalke 04 2:1 oder Tipp 1. VfB Stuttgart 0:1 oder Tipp 2. VfL Wolfsburg 2:1 oder Tipp 1. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 28.11.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 28.11.09 gespielt haben. VfL Bochum 0:0. Werder Bremen 2:2. Borussia Dortmund 2:1. Eintracht Frankfurt 2:1. SC Freiburg 1:0. Hamburger SV 1:1. Hannover 96 0:3. Hertha BSC Berlin 1:3. 1899 Hoffenheim 1:2. 1. FC Köln 0:0. Bayer Leverkusen 4:0. FSV Mainz 05 1:1. Borussia Mönchengladbach 1:0. Bayern München 3:0. 1. FC Nürnberg 0:1. Schalke 04 0:1. VfB Stuttgart 0:4. VfL Wolfsburg 2:2. Endresultat Endstand Deutschland 2. Bundesliga Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar: erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Alemannia Aachen 2:1 und für Rot-Weiß Aalen 1:0, so gilt das immer aus Sicht des Teams.
Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Aalen. Wäre zu tippen, Alemannia Aachen mit Tipp 2 zu 1 und 0 zu 1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Rot-Weiß Aalen gegen Alemannia Aachen lauten. Dann müsste der Tipp für Rot-Weiß Aalen lauten, 1 zu 0 oder 1 zu 2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Alemannia Aachen 0 zu 1 oder Tipp 2. Rot-Weiß Aalen 2 zu 0 oder Tipp 1. FC Augsburg 3 zu 2 oder Tipp 1. Arminia Bielefeld 0 zu 0 oder Tipp 0. Energie Cottbus 2 zu 1 oder Tipp 1. MSV Duisburg 2 zu 1 oder Tipp 1. Fortuna Düsseldorf 3 zu 1 oder Tipp 1. FSV Frankfurt 0 zu 1 oder Tipp 2. Greuther Fürth 1 zu 2 oder Tipp 2. Erstens FC Kaiserslautern 2 zu 0 oder Tipp 1. Karlsruher SC 1 zu 1 oder Tipp 0. TuS Koblenz 1 zu 2 oder Tipp 2. 1860 München 1 zu 1 oder Tipp 0. Rot-Weiß Oberhausen 1 zu 3 oder Tipp 2. SC Paderborn 2 zu 1 oder Tipp 1. Hansa Rostock 1 zu 1 oder Tipp 0. FC St. Pauli 4 zu 1 oder Tipp 1. Union Berlin 1 zu 2 oder Tipp 2. Als letzter Spieltag wurde bei diesen Endresultat-Endstand-Prognosen berücksichtigt der 28.11.09. Und hier zur Information, wie die Teams an diesem Spieltag Endresultat-Endstand zuletzt am 28.11.09 gespielt haben. Alemannia Aachen 0 zu 2. Rot-Weiß Aalen 2 zu 0. FC Augsburg 2 zu 2. Arminia Bielefeld 0 zu 1. Energie Cottbus 3 zu 0. MSV Duisburg 2 zu 2. Fortuna Düsseldorf 2 zu 2. FSV Frankfurt 0 zu 1. Greuther Fürth 0 zu 1. Erstens FC Kaiserslautern 1 zu 0. Karlsruher SC 2 zu 1. TuS Koblenz 1 zu 2. 1860 München 2 zu 2. Rot-Weiß Oberhausen 0 zu 3. SC Paderborn 1 zu 0. Hansa Rostock 1 zu 0. FC St. Pauli 3 zu 0. Union Berlin 0 zu 3. Endresultat Endstand Deutschland, dritte Bundesliga-Saison 2008/2009 Endresultat Endstand. Die Prognosen sind in zwei Sparten aufgeteilt, und zwar erstens die Prognosen für den Endstand des kommenden Matches. Zweitens die Prognosen für den Halbzeitstand des kommenden Matches. Es ist dabei unbedingt zu beachten, dass die Prognosen jeweils für das Team erstellt sind, also insgesamt zwei Prognosen pro Match. Beim Tippen oder Wetten müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Prognosen umformulieren, je nach Spielpaarung. Wenn es in der Prognose zum Beispiel heißt Aue 2 zu 1 und für Eintracht Braunschweig 1 zu 0, so gilt das immer aus Sicht des Teams. Wenn dann die Spielpaarung heißen würde, Aue gegen Eintracht Braunschweig, wäre zu tippen, Aue mit Tipp 2 zu 1 und 0 zu 1. Würde hier zum Beispiel die Spielpaarung Eintracht Braunschweig gegen Aue lauten. Dann müsste der Tipp für Eintracht Braunschweig lauten, 1 zu 0 oder 1 zu 2. Die nachfolgenden Prognosen für jedes einzelne Team müssen also entsprechend der angesetzten Spielpaarung gestaltet und getippt werden. Hier nun die Prognose für das kommende Match für jedes einzelne Team. Aue 2 zu 2 oder Tipp 0. Eintracht Braunschweig 3 zu 0 oder Tipp 1. Werder Bremen Amateure 2 zu 1 oder Tipp 1.